Die ersten Damen von Pfeffersport konnten am Samstag die Tabellenführung in der Oberliga Ostsee-Spree zurückerobern. Und das mit einem eindeutigen 34:25 Heimsieg gegen den Berliner TSC. Also das Spiel ist super gelaufen. Wir standen in der Abwehr eigentlich von Anfang an ziemlich gut. Und im Angriff hatten wir immer die richtigen Lösungen und Ideen, sodass wir viele Tore werfen konnten. Das Spiel hatte natürlich auch Höhen und Tiefen, aber wir waren einfach konsequent zum Schluss und konnten so dann halt auch zum Glück als Sieger vom Platz gehen. Für Pfeffersport war es ein wichtiger Sieg im Kampf um die Tabellenführung. Am letzten Samstag mussten sie gegen ProSport Berlin eine enttäuschende Niederlage einstecken, die den Rostocker Handballclub vorübergehend an ihnen vorbeiziehen ließ. Gegen den Berliner TSC starteten die Prenzlbergerinnen aber mit ordentlich Tempo. Ein schnelles 5:1 sorgte gleich zu Beginn für klare Verhältnisse im Berlin-Derby. In den nächsten Spielminuten konnten die Gäste, angeführt von Hanna Gäbler, die im gestrigen Spiel ganze 14 Treffer erzielte, nochmal auf 7:5 verkürzen. Von hier an war Pfeffersport nun aber die klar überlegene Mannschaft. Die Führung wurde konsequent ausgebaut, einzig TSC-Torhüterin Malisa Schmidtke verhinderte mit mehreren starken Paraden die Vorentscheidung in der ersten Halbzeit. Der Pausenstand war mit 20:11 trotz allem mehr als beachtlich. Also wir sind in der ersten Halbzeit sehr gut übers Tempo gekommen, über unsere Außen, haben in der Deckung gut zusammen funktioniert. Um hier doch noch zu punkten, brauchte der Berliner TSC nun einen starken Auftritt. Nach 10 Minuten in Hälfte 2 und bei einem Zwischenstand von 26:15 platzte dann der Knoten. Ein 6:0-Lauf brachte die Gäste auf nur noch 5 Tore heran, auf einmal war wieder richtig Dampf in der Partie. Die TSClerinnen hatten den Sieg nun wieder vor Augen, eine Auszeit von Pfeffersporttrainer Markus Grande stoppte dann aber die Aufholjagd. Mehrere schnelle Treffer der Gastgeber sorgten in den nächsten Spielminuten für die vorzeitige Entscheidung. Für Pfeffersport wird es bis Ende April nun richtig spannend. Noch 5 Ligaspiele gilt es erfolgreich zu absolvieren, um am Ende eventuell den Sprung in die dritte Bundesliga zu schaffen. Doch alles zu seiner Zeit. Wir müssen erstmal bis zum Ende der Saison alles gut zu Ende spielen, vorne an der Spitze bleiben und genau, dann mal gucken. Und so lange denken wir eigentlich noch nicht viel darüber nach. Die nächsten wichtigen Punkte können die Prenzlbergerinnen am nächsten Samstag einfahren. Ein leichtes wird es aber nicht, denn sie sind zu Gast bei der zweiten Mannschaft der Spreefüchse, die an diesem Samstag ebenfalls erfolgreich waren. Und das auswärts beim zweitplatzierten Rostocker Handballclub.